Und damit seid gegrüßt, Abenteurer, und willkommen bei einem neuen Video hier auf Quest.de. Wie funktionieren Kämpfe in Dungeons & Dragons? Genau das klären wir heute, kurz und bündig zusammengefasst, für alle Einsteiger und die Leute, die ihr Wissen nochmal auffrischen möchten. Viel Spaß! Und damit begrüße ich euch nochmal hier in unserer wunderbaren Taverne. Kleiner Disclaimer, bevor wir anfangen. Dieses Video dient hauptsächlich Anfängern. Das heißt, wenn du da draußen jemanden kennst oder vielleicht auch selber jemand bist, der noch nicht wirklich Ahnung hat, wie solche Kämpfe funktionieren, in diesem Video werden keine Wenn, Hätte, Wenn und Aber-Fälle auf maximale Art und Weise auseinandergenommen, sondern das Ganze soll insbesondere für Low-Level-Charaktere und neue Spieler einen Einstieg bieten. Weitere Fragen könnt ihr natürlich unten gerne in die Kommentare schreiben und einen englischen größeren offiziellen Artikel zum Thema Kämpfen habe ich euch natürlich unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dementsprechend wollen wir einmal anfangen mit den absoluten Standardszenarien. Und das sind natürlich die drei Stufen des Kampfes. Stufe Nummer 1, Beginn des Kampfes, Stufe Nummer 2, der Verlauf des Kampfes und Stufe Nummer 3, das Ende des Kampfes. Stufe Nummer 1, wie beginnt ein Kampf denn normalerweise? Hier beginnt er mit dem Initiativewurf. Das heißt, jeder Spieler und auch jedes Monster, gespielt dann vom Spielleiter, würfelt einen 20-seitigen Würfel. Wer das höhere Ergebnis hier hat, der ist oben in der Initiativliste. Derjenige, der als letztes dran ist, ist meistens derjenige, der auch die niedrigste Zahl geworfen hat. Auf eure gewürfelte Zahl dürft ihr dann übrigens auch noch euren Geschicklichkeitsmodifikator drauflegen oder abziehen, je nachdem, wie viel Geschicklichkeit ihr habt. Das heißt, bei einer 12 in Geschicklichkeit habt ihr auf euren gewürfelten Würfel noch eine plus 1, bei einer 14 plus 2 und bei einer 8 zum Beispiel minus 1. Es gibt auch ein Talent, was automatisch plus 5 auf die Initiative dann nochmal rechnet. Alles weitere wäre hier aber nochmal ein bisschen zu tief in der Thematik drinne. Nach der Initiative habt ihr eure Initiativliste. Als erstes seid ihr dran. Ihr habt super gut gewürfelt und ganz unten ist ein schwer beladener Bugbear, Grottenschrat, der leider eine 1 gewürfelt hat und erstmal ganz weit unten ist. Wenn ihr aber sagt, ich möchte ja gar nicht als erstes dran, sondern möchte relativ spät am Start sein, dann könnt ihr hier auch direkt abwarten. Das heißt, ihr rutscht automatisch bis ganz nach unten an die Liste. Das lohnt sich vor allen Dingen dann, wenn euer Zauberer zum Beispiel diesen großen Grottenschrat in Schlaf versetzen möchte, damit ihr dann als Kämpfer besser zuschlagen könnt mit Vorteil. Soll für uns heißen, sagen, ich warte ab, seid ihr nicht aus dieser Initiativliste erst in der nächsten Runde wieder dran, sondern ganz unten in der ersten Runde noch. Was dann kommt, sind die Kampfrunden. Und jetzt wird's ziemlich spannend. Ihr habt Glück gehabt, ihr seid ganz vorne mit dabei und habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr habt Bewegung, Aktion, Bonusaktion, Reaktion und freie Aktion. Nacheinander. Eine Bewegung, in den meisten Fällen ist das am Anfang eine 30-Fuß-Bewegung, also 9 Meter, könnt ihr von A nach B benutzen, um euch zu bewegen. Die könnt ihr übrigens auch aufteilen. Das heißt, auf einen Stein zu gehen, mit dem Bogen zu schießen und sich wieder zurückzuziehen, solange es nicht über diese 30-Fuß-Bewegungsrate geht, ist absolut möglich. Ihr könnt eure Bewegung auch verdoppeln oder geschickt euch bewegen, dass euch Gegner, solltet ihr euch an denen direkt vorbei bewegen, trotzdem nicht treffen können mit einer Gelegenheitsattacke. Wenn ihr das aber macht, das heißt eure Bewegung verdoppelt oder disengaged, euch zurückzieht, dann verfällt automatisch auch eure Aktion, weil die mit dafür da drauf geht. Kommen wir zur Aktion. Ihr habt euch also nun auf den Stein bewegt und wollt jetzt mit dem Langbogen angreifen. Das, was ihr jetzt macht, ist nicht den Schaden auszuwürfeln, sondern erst einmal, ob ihr trefft. Dazu würfelt ihr, egal mit welcher Waffe, einen 20-seitigen Würfel wieder. Wenn ihr das Ergebnis dann plus euren Modifikator und meistens auch euren Übungsbonus nehmt und vielleicht auch irgendwelche anderen Boni, die ihr durch Talente habt, dann könnt ihr schauen, kommt mein Ergebnis über die Rüstungsklasse des Gegners. Ihr sagt, ihr habt eine 15 geworfen, ihr wollt einen Goblin angreifen, oh, der hat nur eine Rüstungsklasse von 14, also habt ihr getroffen. Habt ihr aber nur eine 14 geworfen, trifft er trotzdem. Das heißt, es muss mindestens gleich sein und der Angreifer ist hier bei gleichen Werten im Vorteil. Eine 13 zum Beispiel würde nicht getroffen werden und der Spielleiter erzählt euch irgendwas von, bleibt im Schild stecken oder trifft neben dem Goblin. Jetzt ist es so, dass ihr den Schaden auswürfeln könnt. Das heißt, bei einem Langbogen wäre das, glaube ich, ein D8 oder D10. Würfelt also einen 10-seitigen Würfel. Eure Boni kommen auch mit da drauf. Bei einem Bogen, der mit Geschicklichkeit geschossen wird, ist das wieder euer Geschicklichkeitsmodifikator. Und dann, ja, kein Übungsbonus, sondern direkt den Schaden. Die Lebenspunkte werden abgezogen und cool. Es gibt auch Situationen, wo ihr mit Vorteil oder mit Nachteil angreifen könnt. Mit Vorteil ist zum Beispiel, ihr habt den High Ground und habt einfach eine deutlich bessere Position. Oder euer Schurke kommt sneaky aus der Ecke und der Gegner sieht ihn nicht. Mit Vorteil angreifen heißt, ihr dürft euren Angriffswurf, das heißt, ob ihr trefft,
zweimal werfen und das bessere Ergebnis wählen. Mit Nachteil heißt, ihr müsst zweimal werfen und das schlechtere Ergebnis wählen. Mit Nachteil passiert dann meistens, wenn ihr einfach aus einer Scheißsituation oder Position angreift. Übrigens, wenn ihr da draußen euer Dungeons & Dragons Spiel selbst noch interessanter gestalten möchtet, insbesondere bei Kämpfen, dann könnt ihr die Miniaturen, die ihr die ganze Zeit im Video seht, oder auch etwas deutlich Größeres, wenn eure Abenteuergruppe irgendwann stark genug sein sollte, bei uns im Shop finden unter quest.de.shop. Außerdem gibt es ja einiges an gratis Spielmaterial, was ihr euch einfach runterladen könnt, downloaden könnt und dann bei euch natürlich in der Kampagne auch verwenden könnt. Wie zum Beispiel einige magische Items, auch zum Ausdrucken, oder Battle Maps. Da kommt bald auch ein kostenloses Abenteuer, das heißt insbesondere für die, die etwas tiefer antauchen möchten, quest.de.shop, einiges gratis und auch ziemlich cooler anderer Shit. Aber jetzt weiter im Video. In der nächsten Runde ist aber euer Magier dran und der möchte da den Grottenschrat, der neben dem Goblin steht, einschläfern. Jetzt hat der also keinen Angriffswurf, sondern dieser zaubert einen sogenannten Spellsafe DC. Das ist die andere Möglichkeit. Das heißt, der andere muss jetzt einen 20-seitigen Würfel würfeln und den Spellsafe DC, also den Schwierigkeitsgrad, den der Magier auf seine Zauber hat, mindestens würfeln, ansonsten schläft er ein. Also umso höher dieser Spellsafe DC ist, umso besser für den angreifenden Magier, umso schlechter für denjenigen, der diese Zahl würfeln muss. Er hat es also geschafft, schläft ein. Spellsafe ist im Deutschen übrigens übersetzt mit Rettungswürfe. Ansonsten gibt es noch die Bonusaktion. Das sind meistens kleinere Zauber oder die Nebenhandattacke, wenn ihr zum Beispiel zwei kleine Schwerter oder Säbel in der Hand habt. Bei den Zaubern steht auch immer direkt dabei, ob es eine Bonusaktion oder eine Aktion ist. Bonusaktion, wie gesagt, kürzer als die eigentliche Hauptaktion. Als vierte Möglichkeit gibt es hier die freie Aktion. Das liegt dann komplett im Ermessen des Spielleiters. Der sagt euch, ja, das gebe ich dir als freie Aktion. Meistens sind das sowas wie Unterhaltung führen oder dem Gegner ins Gesicht spucken. Einfach Sachen, die keinen großen Effekt auf das Spiel haben, aber meistens so ein bisschen dem Ambiente beifügen oder halt der Kommunikation dienen. Ansonsten gibt es noch die Reaktion. Und die Reaktion, die findet nicht in eurem eigenen Zug statt, sondern in dem des Gegners. Ein gegnerischer Schamane möchte einen Feuerball zünden und euer Magier hat die Reaktion, Gegenzauber zu wirken. Das ist ein Zauber, der nur als Reaktion eingesetzt werden kann und dementsprechend gegen diesen Feuerball wirkt und ihn noch, bevor er losstartet, in Luft auflöst. Reaktionen sind meistens dazu da, gegnerische Aktionen aktiv zu verhindern, zu erschweren oder eventuell auch nichtig zu machen. Kurz zusammengefasst also, der Kampf beginnt, die Initiativreihenfolge wird ausgewürfelt, dann seid ihr dran, ihr habt eure Bewegung, die ihr auch aufteilen könnt, ihr habt eure Aktion, meistens angreifen oder zaubern, ihr habt eine Bonusaktion, das können dann kleinere Angriffe oder Zauber sein, ihr habt die Reaktion, um während des Zuges eines Gegners irgendwo einzugreifen, und ihr habt eine freie Aktion und das liegt dann, wie gesagt, im Ermessen des Spielleiters. Ganz wichtig dabei ist, all das habt ihr jeweils nur einmal pro Zug. Ihr habt eine Reaktion in dieser gesamten Reihenfolge, bis alle einmal durch sind. Ihr habt nur eine Aktion, ihr habt nur eine Bonusaktion. Als Bonus hier, es gibt auch Zauber, die Konzentration erfordern. Diese wirken meistens über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel beschworene Dämonen. Wenn ihr jetzt aber getroffen werdet, während ihr so einen Zauber auswirkt, müsst ihr für jede erhaltene Schadensquelle einen Konstitutionsrettungswurf machen. Der ist eigentlich immer bei 10. Das heißt, für jede Schadensquelle schlägt euch ein Mönch einmal einen Rettungswurf, schlägt euch ein Mönch aber viermal in einer Runde. Dann müsst ihr vier dieser Würfe machen, die mindestens 10 oder höher sind. Wer die Hälfte der Schadensquelle aber 10 übersteigt, dann wird dieser höhere Wert genommen. Das soll heißen, euch haut einen Riese mit 30 Schaden einen Stein über den Kopf, dann müsst ihr hier mindestens 15 erreichen, weil von 30 15 die Hälfte ist. Ich hoffe, es ist verständlich ausgedrückt. Und nun zur alles entscheidenden dritten Phase. Das Ende des Kampfes. Und übrigens nicht wundern, dass ich jetzt auf einmal was anderes anhabe. Es ist ja nicht so, dass mir gestern Abend noch aufgefallen ist, dass ich das Ende Phase 3 vergessen habe im Video. Wann endet denn eigentlich ein Kampf? Ein Kampf kann auf zwei verschiedene grundsätzliche Arten enden. Ihr gewinnt oder die Gegenseite gewinnt. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, dass geflohen wird. Somit wird ein Kampf dann mittendrin abgebrochen. Wann der abgebrochen wird und wann man weit genug weg ist, das liegt dann aber auch im Ermessen des Spielleiters. Das gleiche gilt natürlich auch für Gegner, die aufgeben können oder sagen können, okay, ich gebe jetzt Fersengeld und renn weg. Der klassische Fall ist aber, man kämpft bis zum bitteren Ende.
Wenn Lebenspunkte auf Null senken, gibt es hier zwei verschiedene Seiten, die anders behandelt werden. Auf der einen Seite die Nicht-Spieler-Charaktere, die von eurem Spielleiter gespielt werden. Diese sterben, wenn sie auf Null Lebenspunkte gesenkt wurden. Das heißt, ihr habt mit eurer großen Axt als Zwergenbarbar angegriffen, der Ork, der Lich oder die Riesenschlange kippt um und bleibt auch dauerhaft liegen. Sollte es aber so sein, dass ein Spielercharakter auf Null Lebenspunkte sinkt, erst einmal keine Panik. Vielleicht ein bisschen Panik. Aber ihr werdet jetzt nicht direkt als tot deklariert, sondern habt sogenannte Todesrettungswürfe. Und die funktionieren folgendermaßen. Ihr würfelt wieder einen 20-seitigen Würfel. Und darauf kommt jetzt kein Multiplikator und kein Bonus. Würfelt ihr eine 10 oder höher, gilt das als bestandener Todesrettungswurf. Würfelt ihr eine 1 bis 9, gilt das als versagter Todesrettungswurf. Ihr müsst 3 Todesrettungswürfe bestehen, um euch zu stabilisieren, und ihr müsst 3 Todesrettungswürfe failen, also versagen, um dauerhaft tot zu sein. Diese Todesrettungswürfe müssen nicht nacheinander gefailt oder nacheinander bestanden werden, sondern werden angesammelt. Dazu habt ihr auf dem Character Sheet auch so kleine Kreise, die ihr dann da am besten mit Bleistift ankreuzt oder halt wegradiert, solltet ihr wieder stehen. Wichtig ist dabei, solltet ihr direkt eine Natural 20, eine 20, den höchsten möglichen Wert würfeln, steht ihr mit einem Lebenspunkt wieder auf. Solltet ihr eine 1 würfeln, den möglichst niedrigsten Wert, dann zählt das als 2 versagte Todesrettungswürfe. Auch als versagter Todesrettungswurf zählt, wenn ihr angegriffen werdet, mit einer Attacke oder mit einem Zauber getroffen werdet, das dann direkt halt einer dieser 3 versagten Todesrettungswürfe. Ein Charakter kann aber auch zukommen und eine Aktion nutzen, um euch zu stabilisieren. Das heißt, dahingehend müsst ihr dann keine Todesrettungswürfe mehr in den danach folgenden Runden werfen, weil ihr dann quasi stabil seid. Was ziemlich gut ist. Solltet ihr danach sterben, dann gibt's wieder Zauber, die euch wiederbeleben. Das würde aber den Rahmen dieses Videos sprengen. Oder kommt einfach nicht zu diesem Punkt, Leute. Sterbt nicht. Ist ein Pro-Tipp. Und ja, auch wenn das sehr runtergebrochen ist, kann ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen trotzdem sehr kompliziert hier gerade ist zu verfolgen. Wichtig dabei ist aber nur, mit dem Wissen, was ich euch gerade gegeben habe, reicht das Ganze eigentlich für die ersten Kämpfe und sollten dann doch noch Fragen offen sein, jeder vernünftige Spielleiter freut sich, euch diesen Kampf das ein oder andere Mal immer wieder zu erklären, bis es auch dann in euren Kopf reinkommt. Ansonsten schaut das Video einfach von vorne an oder teilt es mit anderen neuen Spielern, die sich vielleicht auch über die ein oder andere Hilfe freuen. Ihr könnt gerne bei uns im Shop vorbeischauen oder bei unserer fantastischen Kampagne. Das wird mich nicht nur freuen, sondern ihr würdet uns damit auch wahnsinnig unterstützen und vor allen Dingen viele dieser Regeln auch direkt in Anwendung sehen. Vielleicht hilft euch das ja. In diesem Sinne, allseits sichere Abenteuer.